Tor hoch! So, Herkunft war nicht klar, aber hört und so. Ja, okay, jetzt bin ich gespannt. Wie schaut er denn aus? Ich sehe überhaupt nichts. Jetzt müssen wir hier hoch. Ich nehme gerade mal ihn. So. Doch am Arsch wegen seiner Wurst. Alter, alle so verfressen. Scheiße. Aber irgendwie geil. So. Ein Velociraptor? Nein, kein Velociraptor. Vielleicht wurde bei einer anderen Ausgrabungsstätte was gefunden. Gut möglich. Sehr gut möglich. So. So. Wir sind der hier. Ich bin mir ganz sicher. Genau hier befindet sich ein Raptor. Yep. Hier bin ich goldrichtig. In ein paar Minuten habe ich es geschafft. Ach, Manno. Es war da drüben. Ich war so nah dran. Ein Velociraptor? Ja, und in gutem Zustand. Wenigstens ein Teil der Lorbeeren gebührt mir. Es war praktisch mein Fund. Ja, ja. Können wir... Ich werde ganz, ganz... Warum wird... Ach... Ach, nur... Hä, aber... Wie soll... Dann machen wir hier den hier kaputt. Dann bauen wir das hier gerade mal kurz auf. Sieht aus wie eine Leiter. Das ist denn ja eine Leiter. Da hinten ist auch noch mal was. Ist das Teil festgeschraubt? Komm schon, beweg dich! Puh. Bis ich das Ding da rauskriege, bin ich ausgestorben. So. Ja. Ein Presslufthammer? Das ist eine Bombenidee. Sei doch ganz vorsichtig. Hast du etwas Kleber dabei? Alter. Und dann setzen wir natürlich. Ah, okay. Wir können also nur bestimmte Charakter für bestimmte Aufgaben nutzen. Ah, okay. Alles klar, da guck an. So, dann machen wir hier auch noch kurz alles kaputt, wenn wir schon hier sind. So, wenn ich das jetzt in jedem Level so mache. Zuerst mal alles kaputt machen, dann wird es ein sehr, sehr langes Display. Das weiß ich jetzt schon. Nein, warum? Boah, scheiße, ich muss mir echt abgewöhnen, immer Leertaste zu drücken, wenn ich hüpfen will. Ja, komm jetzt. Ja. Es tut mir leid, ich muss das... Also springen mach ich Leertaste. Feuergar-Charakter ist mir egal, mach ich J. Spezial mach ich. Geht nicht, okay. Dann bleibt es bei K. Und dann gehen wir jetzt auf annehmen, zack, zurück und fortsetzen. Na also, jetzt sieht die Sache doch schon anders aus. So. Kommen jetzt hier. Okay, das können wir also sammeln. Okay, also wie bei Star Wars, die Mini-Kits. Also bei Lego Star Wars, diese Mini-Hologramm, was weiß ich. 1 von 4, können wir das auch wieder kaputt machen? Oder? Nein, okay. Hätte sein können, hätte sein können. Aber das machen wir kaputt. So. Dann
Jetzt gibt's hier nichts mehr, dann laufen wir gerade mal hier hoch. Ach, das eine Mal, dass ich keine Schere dabei habe. Vielleicht kann ich helfen. Wir drücken gerade mal Leertaste. Na komm, wer war denn das? Was ist das überhaupt, ein Leberknoten? Aber wir sammeln jetzt erstmal gerade alles ein. Die Doktoren Settler und Grant wollen, dass wir bei diesem Fossil größte Vorsicht walten lassen. Und dann machen wir hier mal wieder ein bisschen Unordnung. Kommt jetzt. So. Also wirklich viel kriegt man hier nicht, ne? Aber na gut, es wird schon irgendwie reichen. Jetzt auch noch was. So. So, wir müssen also insgesamt 3 Velociraptor-Skelette aufbauen. Oder suchen. Und, ich weiß gar nicht, ob wir die hier alle finden. Na, okay, es ist schon weg. So. Eine Kehrmaschine, willst du mich verarschen? Ja, machen Sie selbst ja auch immer. Beim nächsten Mal bringe ich einen Sandstrahler mit. Ah. Das Lustige ist ja, dass Erde rausfliegt, obwohl wir gar nicht buddeln. Das finde ich das Lustige dran. Aber na gut, das ist eben. Heißt jetzt nicht, dass ich es gleich finde. Lustig. So. Was auch noch an Lego? Das sind 10. Okay, dann bauen wir das jetzt mal nochmal auf und dann haben wir es auch schon geschafft. Yay! Aber der ist ein bisschen verkrüppelt, der Herr. 16 cm lange Raubkralle, scharf wie ein Rasiermesser auf der Mittelzehe. Und steck's einfach mal in die Hosentasche. Dr. Grant, Dr. Settler, wir sind fertig für den nächsten Versuch. Ich hasse Computer. Beruht auf Gegenseitigkeit. Was ist das? So. Na, ich will. Ich will ihn. Jetzt J. So, und H. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr brauchen, ich bin mir gar nicht so sicher. Aber wir wechseln gerade mal wieder kurz auf sie. Warum kann eigentlich nur sie klettern? Warum?